Trost in unruhigen Zeiten, das ist das Thema jetzt. Vielen Dank, Nathanael, für deine Ausführungen. Ich meine, das waren ja unruhige Zeiten damals, als Jesus auferstanden war. Wenn man sich so ein bisschen hineinversetzt in die damalige Situation Israels, also da ging es drunter und drüber, militärisch, ja, überall sah man blinkende Schwerter und Rüstungen von römischen Soldaten. Die hatten die Weltmacht, die hatten die Macht über Israel. Dann waren da der Herodes und seine Söhne. Ja, die wollten doch einen eigenen Gottkönig haben, den Messias. Und wer regierte? Der Herodes. Also es ging drunter und drüber im Volk selber, die Zeloten und die Sadduzäer und Pharisäer, und Gewalt hat geherrscht, Terrorismus hat sogar geherrscht. Ja? Dass die Dolchmänner waren unterwegs, heute wieder aktuell, und haben da Kollaborateure umgebracht. Und die Jünger, die waren verängstigt. Die haben sich versteckt. Die wussten auch nicht mehr so richtig aus noch ein. Hatten sich vorher schon zerstreut. Haben fast den Glauben verloren. Also keine einfache Zeit. Bis dann der Jesus Christus erschien. Und er sagt ihnen ja später: Das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, als der Stein vom Grab weggerollt war, kann man sagen, da war eigentlich alles mit beseitigt bzw. weggerollt, was den Menschen Angst macht. Die Ursache der Angst, die Urangst, worüber auch Nati gesprochen hat und das erwähnte, 1. Mose 3. Selbst wenn der Mensch hier und da noch Angst hat, wir wissen ja alle, was Angst ist, aber die Urangst, die eigentliche Angst ist weggerollt. Ich habe das heute Morgen, haben wir noch die Losung gelesen, als wir eben beteten. Und da sagt Jesus ja: Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Nicht mehr der Teufel hat die Macht über den Tod. Ich habe den Schlüssel des Totenreiches, des Todes. Und da habe ich mir so gedacht, ja, wenn Jesus jetzt die Macht hat über den Tod, das ist gut zu wissen für alle, die schwer krank sind zum Beispiel, ja, für alle, die sterben müssen. Er hat die Gewalt, wenn er diese Gewalt hat, ja, dann hat er auch über alles Macht. Und allein das ist schon ein Trost. Und da heißt es eben, da in der Losung, da steht ja immer dann unten oft so ein Vers oder ein Liedvers oder ein Gedichtvers. Und da schreibt jemand eben zu diesem Wort: Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und da schreibt dieser Lothar Zenetti: Mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Das ist ja so, wenn man Befürchtungen hat, die dann doch nicht eintreffen, dann ist man erleichtert und dann ist so ein Stein vom Herzen weggefallen. Und das haben wir auch. Mit diesem weggerollten Stein von dem Grab Jesu ist diese Urangst und diese Befürchtung vor dem Danach ist weggenommen. Jesus sagt: Ich bin der Herr. Ich habe den Schlüssel. Und da habe ich mir gedacht, ja, es war so in der Vorbereitung und da kam ich einfach nicht weiter. Ich habe gedacht, jetzt gut, dann
Dann bleibst du mal bei dem Stein. Weil Jesus hat ja gesagt, Steine können schreien. Gott kann das, ne? Oder Gott kann sogar aus Steinen Menschen machen, wenn er will. Sogar Voltaire soll einmal gesagt haben, ich glaube, es war Voltaire, dieser große Philosoph in Frankreich, der soll gesagt haben, und der war ja wirklich nur auch ein Atheist eigentlich oder antichristlich oder wie man sagt, nicht gläubig, aber selbst der soll gesagt haben, also wenn Gott aus dem Nichts den Menschen schaffen kann, dann kann er ihn noch wieder auferwecken, wenn er gestorben ist. Ich meine, das wäre Voltaire gewesen. Er hat die Macht. Wollen wir das mal tun? Heute Morgen 5 Punkte. Über diesen Stein, den Grabstein. Mal sehen, ob er uns was zu sagen hat. Was verkündigt uns der Grabstein Jesu? Er verkündigt uns, Christus in uns. Die erste Passage, Matthäus 27, 59 bis 60. Josef nahm den Leib des Herrn Jesus, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen, und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Ja, da gibt es eine Erzählung. Der Josef war ja offensichtlich ein bisschen betucht, also ein bisschen reicher, vornehmer Mann. Und dann sind da die Verwandten und die Nachbarn gekommen und die haben dem Josef gesagt, Mensch, Josef, bist du verrückt, das kannst du doch nicht machen. Dein teures Grab da, wer weiß, wie lange man daran gearbeitet hat, das verschenkst du einfach so für jemand anders. Was ist, wenn du das neu machen musst, was das für eine Zeit dauert, ein Aufwand und wie teuer das wird. Und überhaupt, an so einem schönen Platz, in so einem wunderschönen Garten, da kriegst du doch nicht ein zweites Grab. Und da sagt der Josef, beruhigt euch, ist ja nur für 3 Tage. Interessant finde ich, dass der Josef sich offensichtlich Gedanken gemacht hat über sein eigenes Sterben. Der hatte sein Grab schon fertig. Können Sie mal machen, Ihren Sarg kaufen und in den Wohnzimmer stellen. Ne? Macht keiner, he? Selten. Ja, es ist gut, wenn man an seinen Tod denkt, bei Zeiten. Sagt der Psalmist auch. Herr, lehre mich gedenken, dass ich sterben muss. Da müssen wir Vorkehrungen schaffen. Hat Josef offensichtlich auch getan. Das will man ja heute nicht. Heute ist ja alles gedreht sich ja um Vitamine, um lange Leben, um Fitness und immer geht jede Werbung, die man liest und so werden sie älter und so werden sie älter und komisch, die Leute sterben immer noch. Also hat sich auch da nichts geändert. Aber was ich dann weiter so interessant finde, das ist eben, dass der Josef, der nimmt ja quasi, wenn ich das mal so sagen darf, der Josef, der nimmt ja quasi jetzt den Herrn Jesus Christus, wenn er diesen Leichnam Jesu in sein Grab holt, das er ja für sich ausgehauen hatte, wenn ich das so bildlich anwenden darf, so nimmt der Josef ja eigentlich den Herrn Jesus Christus in sein Sterben hinein. Verstehen Sie? Und das ist es. Ja, das ist es, was wir gelesen haben. Und er nahm den Leinwand und legte ihn in sein neues Grab. Ja, da gibt es jetzt so viele Stellen. Ich möchte nur mal eine nehmen, Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen
menschlichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Symbolisch hat das eigentlich schon, und das will uns der Grabstein sagen, das ist ja die Botschaft. Man hätte ja auch sonst irgendwie ein Grab für Jesus noch anfertigen lassen können oder er hätte auch das selbst in Auftrag geben können. Nein, der Herr Jesus wollte, das war schon im Alten Testament schon prophezeit, er wollte in das Grab eines anderen Menschen zu kommen, um uns damit auch eine Botschaft zu verkündigen, nämlich die, wenn ich in dein sterbliches Leben Einlass finde, wirst du leben. Herrlich. Haben Sie das schon getan? Ganz praktisch. Zweitens, die Weisheit Gottes. Pilatus aber sprach zu ihnen, zu den Pharisäern, die haben ihn da hingehend überredet: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es, also das Grab, so gut ihr könnt. Also setzt alles dran, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Es gibt ja so einen Spruch, wie Gott die Menschen in ihrer List fangen kann. Das kommt hier so richtig zum Ausdruck. Als Nathanael eben aus 1. Korinther 1 las oder wo es gewesen ist, da hieß es ja, wie Gott, Vers 25 lese ich das, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ach, da sind sie alle hier, auch dieser Dawkins, so wie er hieß, ja. Lacht sie aus. Und da sehe ich Gott, wie er lacht. Ja? Wie er lacht. Der Messias-Wahn oder der, wie hieß es, der Gotteswahn, nicht wahr? Der Gotteswahn. Und da höre ich Gott da oben auf seinem Thron sitzen und sagen: Hört mal, ihr lieben Engel, ja? Guckt euch mal die Menschen an in ihrem Menschenwahn. Was bilden die sich eigentlich ein? Ja, ich finde das so wunderbar, dass Gott das alles so gefügt hat und so zugelassen hat. Der Umstand, dass man eine Wache vor das Grab gestellt hat, konnte ja nicht besser laufen. Können ja nicht besser laufen für die Auferstehung Jesu. Die Menschen meinen es böse. Dass sie es versiegelt haben. Dass sie so gut Wache hielten, wie es eben nur ging. Ach, da gibt es so einen schönen Vers. Psalm 76, 11. Wenn Menschen wieder dich wüten, versiegelt das Grab, stell eine Wache davor. Pass so gut auf, wie es eben geht. Damit der Leichnam nicht gestohlen wird. Und da war er nachher doch weg. Hätte nicht besser passen können. Wenn Menschen wieder dich wüten, bringt es dir Ehre. Und wenn sie noch mehr wüten, bist du auch noch gerüstet. Eine andere Übersetzung. Das Wüten der Feinde vermehrt deinen Ruhm. Selbst ihr verzweifeltes Toben machst du dir zunutze. Genau das ist hier passiert. Alle Vorsichtsmaßnahmen, welche die Feinde trafen, das waren, manche gehen davon aus, es könnten 16 Wachsoldaten gewesen sein. Ja, vier Abteilungen von jeweils vier Soldaten, versiegelt. Also die Jünger hatten ja überhaupt keine Chance. Das hätte doch jedes Kind gemerkt, selbst wenn das in der Nacht passiert wäre. Damit holter die Polpol irgendwie da den Stein weg und den Herrn Jesus aus dem Grab holen und dann noch die Wachen davor und den irgendwo nachher zu verstecken, dass ihn keiner mehr findet. Also ist doch Witz. Die Führer des Volkes, die hätten ja so gerne die Auferstehung bestritten, wenn sie nur die Leiche hätten zeigen können. War ja nicht möglich. Da sagt ein ungläubiger Mann, der hieß vielleicht auch Dawkins, er sagt zu einem Kind: Du, ich gebe dir einen Franken, wenn du mir Gott zeigen kannst.
Dann antwortet das Kind, oh, ich gebe Ihnen 10 Franken, wenn Sie mir nicht zeigen können. Ja, der hatte gut Taschengeld, glaube ich, ne, der Junge. Der. Drittens, die Macht des Mächtigen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee vor seinem furchtbaren Anblick, aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht? Sehen Sie mal den Kontrast. Die Wächter werden wie tot, die kippen um, sind erstarrt. Und den Frauen wird gesagt, fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Wohl dem, der das tut. Den Herrn Jesus suchen, der gestorben und auferstanden ist. Keine Macht der Welt, keine sichtbare, unsichtbare, konnte den Herrn daran hindern, vom Tode aufzuerstehen. Der Engel hatte einen Befehl Gottes. Und da waren die religiösen jüdischen Führer mit all ihren Vorsichtsmaßnahmen und Befehlen, da waren die platt. Der Pilatus, der da seine Soldaten, vielleicht waren es 16 oder auch weniger, ich weiß nicht, dahin geschickt hat jedenfalls. Ja, die waren auch alle platt. Ja, das ganze römische Weltreich, Caesar in Rom, der hat da zwar noch nicht mitgekriegt, aber selbst der, das konnte keiner hindern. Und darum, ich finde das so ein schönes Bild. Also das ist für mich wieder auch so ein bisschen, wenn ich das so mal sagen darf, am Auferstehungsmorgen, so ein bisschen Humor Gottes, ja, wie der Engel sich da auf den Stein setzt. Ja, da rollt er den Stein weg. Ne? Und die Soldaten, die liegen da alle wie tot. Ne? Und er? Was für ein Bild. Das ist auch ein sichtbares Bild der Demonstration der Macht Gottes gegenüber der Macht der Menschen, gegenüber der Macht des Todes. Da fallen die anderen wie tot um und Jesus lebt. Der Engel hat ja nicht gesagt, ja, Entschuldigung, Pharisäer, würdet ihr mir erlauben, jetzt den Herrn Jesus mal aufzuerwecken, vielleicht so irgendwie, ja? Oder zu Pilatus, entschuldigen Sie bitte, Herr Pilatus, ich bin ein Engel Gottes. Ich komme und ich, Gott hat gesagt, ich soll den Herrn Jesus auferwecken und da ist noch der Stein davor und so. Können Sie nicht Ihre Soldaten mal ein bisschen auf Seite nehmen oder dass die mir vielleicht den Stein weg oder so. Ja, oder schreiben Sie mal ein Telegramm, ein E-Mail an Caesar da in Rom, ja, und sagen Sie mal, ob er mir die Erlaubnis geben würde, ob er doch so tolerant sei und mir die Erlaubnis geben würde, den Herrn Jesus aufzuerwecken. Hat doch keiner gefragt. Gott ist Gott. Ich sag mal so, welcher Stein der Sorgen könnte es mit ihm aufnehmen? Welche Bauklötze der Ängste? Welche Betonplatten von Ärgernissen? Welche Felsen von Bedrängnissen und welche Gebirgsketten von Weltereignissen könnte es mit Gott aufnehmen? Es hat einmal jemand gesagt, der Tod ist immer todgefährlich. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Der Tod ist immer eine Gefahr. Doch seit Jesus auferstanden ist, ist der Tod in Gefahr. Ja. Der wird eines Tages in den Feuersee geworfen. Und alles ist dem Tod unterworfen, nur nicht die, die an Jesus Christus glauben. Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß, Gott weiß. Da sitzt jemand, der sucht Jesus. Hat Gott schon lange gesehen. Und er sagte, du musst keine Angst haben. Ich habe alles im Griff. Viertens,
Jesus der Stärkere. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Ach, wie oft haben wir das schon erlebt? Da machen wir uns unsere Sorgen, oder nicht? Da machen wir uns unsere Sorgen. Ach Mensch, das ist ja ein Klotz jetzt in meinem Leben. Und wie werde ich damit fertig? Und was mache ich? Und auf einmal ist es gelöst. Oder da ist die Angst vor dem Tod schon lange gelöst. Es ist manchmal, ist nicht immer so, dass der Herr das so macht, aber mir erzählte dieser Tage jemand, er hatte einen ganz wichtigen Schlüssel verloren. Einen Sonderschlüssel, also so ein Sonderling-Schlüssel. Der war ganz teuer, beziehungsweise, also den hat er jetzt verloren und da müsste man alle Schlösser da im Betrieb auswählen. Es hätte Tausende gekostet. Und er war am Reiten und im Schnee draußen und er hat den Schlüssel verloren und hat gebetet und gesagt, ja, Herr, hilf mir doch mit dieser Schlüssel, du weißt doch, und finanziell, das kann ich ja gar nicht tragen und so weiter und so fort. Und er reitet da mit seinem Pferd, Schnee, der Schlüssel war grau, also grau in Schnee, so hellgrau in Schnee, das sieht man ja auch nicht so schnell. Ja, und dann reitet er da und macht sich Gedanken über seinen Schlüssel und auf einmal bleibt das Pferd stehen und er sagt nur, er guckt nach oben und er sagt, Herr, ja gut, dann eben nicht. Vor dem rechten Huf des Pferdes blinkt etwas. Das darf doch nicht wahr sein. Das war der Schlüssel. Wer wälzt mir diesen Stein weg? Und als sie aufblickten, war es schon geschehen. Ich habe Ihnen erzählt von dem Buch von Rudolf Rute, heißt der. Ne? Wissen Sie noch, von dem, am Karfreitag habe ich da ein bisschen raus zitiert über Vergebung. Dieser Psychotherapeut, der hat viele gute Sachen geschrieben. Ich habe jetzt noch ein bisschen in dem Buch so rumgeblättert. Und der schreibt über Pessimisten. Ne, das ist ja so eine pessimistische Haltung gewesen, verständlich. Aber die haben ja eigentlich gewusst, Jesus würde auferstehen. Er hat es ja verkündigt. Und darum, die Frauen, kann ich mir vorstellen, ja, sie gehen da also da zu ein paar Frauen und dann überlegen die noch, ah Mensch, wer nimmt uns denn den Stein weg? Wie machen wir das denn so? Wir wollen den einbalsamieren da und wer, ja, kannst du, Maria, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht treffen wir da jemanden, vielleicht sind die Soldaten noch da oder was, ja, keine Ahnung. So ein bisschen pessimistisch, wer nimmt uns denn den Stein weg? Und da schreibt dieser Rudolf Rute, Pessimisten sind Menschen, die in der Dunkelkammer sitzen und nur Negative produzieren. Und er schreibt dann noch was über Pessimisten. Er schreibt, ein Pessimist ist ein Mensch, dem nicht wohl ist, wenn es ihm gut geht, weil er Angst davor hat, es könnte ihm schlechter gehen, wenn es ihm besser ginge. Das sind Pessimisten. Ja? Wer wälzt mir denn da jetzt den Stein weg? Wie geht das denn jetzt weiter mit meinem Leben? Was ist denn, wenn ich jetzt gebrechlich werde, wenn ich krank werde, ja? Wenn ich ein Pflegefall werde, wenn ich in Rente komme, wenn ich keine Arbeit mehr habe, ja vielleicht auch kein Hobby mehr, was weiß ich, wenn meine Frau plötzlich stirbt und ich alleine bin oder umgekehrt. Sorgen über Sorgen über Sorgen über Sorgen und ich sage Ihnen, es ist alles schon erledigt. Es ist alles schon erledigt. Letzter Punkt. Das helle Licht des Auferstandenen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, in den Unruhen unserer Zeit, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war.
Wir befinden uns ja alle in der Welt der Finsternis, ja? Wir bewegen uns in dieser Welt der Finsternis. Und es ist manchmal auch so finster vielleicht um uns, aber wir haben den Vorteil, eigentlich haben wir den Vorteil, nämlich wir haben den Vorteil, mehr zu sehen. Wir dürfen glaubensvoll durch die Finsternis hindurch auf das leere Grab blicken. Dieser Kontrast kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da gibt es eine schönen Bericht hier über die Schweiz. Da hieß es in einer Zeitung, in einer Schweizer Zeitung, ich zitiere, Chur. Also es ist ein Ort, ne? Chur. Mit einer Lichterkette hat die Polizei des Schweizer Kantons Graubünden einen Zugvogelschwarm durch den San Bernardino-Straßentunnel gelotst. Die Beamten fanden am frühen Morgen in dem 6,6 Kilometer langen Tunnel einen Schwarm von etwa 200 Staren. Die Vögel waren von der Nordeinfahrt kommend, ich weiß auch nicht, ob die eine Abkürzung nehmen wollten. Ja? Drei Kilometer weit in den Tunnel geflogen, wo sie im Dunkeln stecken blieben. Die Polizei lockte die Vögel Richtung Süden, indem sie, schlau gemacht, etappenweise die Tunnelbeleuchtung vor dem Vogelschwarm voll einschaltete und hinter ihm wieder ausschaltete. In einer Viertelstunde erreichten die Stare das Südportal, wo sie in die Freiheit entschwanden. Schön, ne? So macht das Gott auch mit unserem Leben. Wir befinden uns noch in der Finsternis, sondern gibt es Situationen, die zeigt er uns vielleicht durch einen Engel, wie wir gestern gehört haben in dem Lied. Ich meine jetzt nicht einen wirklichen Engel, sondern einen Engel in Form eines Menschen. Ja, Gott schickt dir jemanden, stellt dir jemanden an die Seite, der dich irgendwie aufmuntert, der dich tröstet, der dir ein paar liebe E-Mails schreibt oder sonst irgendwas für dich betet und dir das auch kundtut und so. Und da merkst du, oder durch einen Bibelvers, der Heilige Geist dir plötzlich lebendig macht und du merkst, da geht das Licht vor dir an und hinten geht's aus, das Licht. Da wird's dunkel, da dreht sich gar nicht mehr um. So schön. Wir haben es so gut. Trost in den Unruhen unserer Zeit. Mensch, was haben wir es gut als Christen? Jeder, der sagen darf, ich bin von Neuem geboren, ich habe Jesus in mein Sterbensleib hineingenommen. Ich muss zum Schluss kommen, aber ich lese Ihnen noch etwas da, das habe ich auch gefunden. Da heißt es, Christen sind einfach besser dran. Christen sind einfach besser dran. Wir sind so erleichtert durch den Tod und die Auferstehung Jesu, durch das leere Grab. Hören Sie, was der schreibt. Menschen, die an Jesus glauben, sind nicht besser als andere, nein, aber sie sind besser dran. Sie müssen sich nicht selbst rechtfertigen. Sie sind schon gerechtfertigt in der Liebe Jesu. Sie müssen sich nicht selbst beweisen. Sie sind schon bewiesen durch die Macht Christi. Wie anders sieht das in der Welt aus? Sie müssen sich nicht größer machen, als sie sind. Sie sind das Größte, was ein Mensch überhaupt sein kann, ein Kind und Erbe des lebendigen Gottes. Sie müssen sich nicht selbst bemitleiden. Sie haben jemanden, der mit ihnen leidet. Sie müssen sich nicht selber trösten, ermutigen, stark machen. Sie haben jemanden, der sie aufbaut. Sie müssen nicht Erklärer, Erlöser und Liebhaber ihres eigenen Lebens sein. Sie haben den besten Löser und Liebhaber des Lebens. Und sie müssen nicht alleine sterben, tot einsam und ganz verlassen. Sie haben jemand, der auch da noch mit ihnen geht. Ich habe den Schlüssel des Todes.
Sie stehen auch nicht allein einmal vor Gott. Sie haben in Jesus einen Fürsprecher und Anwalt, den besten, den es für das Leben gibt. Christen sind einfach besser dran und darum sind sie auch oft besser drauf. Christen sind nicht vollkommen, aber vollkommen geliebt. Wären wir doch nur manchmal besser drauf. Kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, ja. Und sie sah, dass der Stein vom Grab schon hinweggewälzt war. Ja, da sind Beschwernisse in ihrem Leben. Vielleicht familiär, wie geht das bloß weiter? Vielleicht beruflich, vielleicht finanziell, vielleicht seelsorgerlich, vielleicht Sünden, vielleicht Dinge, die sie einfach bedrücken und belasten. Ach, gucken Sie mal, Stein ist weg. Das sind Dimensionen für unser Leben. Das greift heim, hier. Eines Tages werden wir beim Herrn sein und dann werden wir feststellen, dass sich die Sorgen nicht gelohnt haben. Zusammenfassend, Jesus ist die Macht über unser sterbliches Leben. Siehe Josef. Jesus ist das größte Argument für das Leben. Alle Argumente sind platt, wie die Wächter vor dem Grab. Können sie noch so große Namen haben. Wer Jesus sucht, hat den Stärkeren auf seiner Seite. Wer sich von Jesus getragen weiß, kann tragen und kann ertragen. Wir dürfen glaubensvoll durch die Finsternis hindurch auf den auferstandenen Herrn schauen. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, das ist deine Liebe zu uns. In Jesus bewiesen. Du hast unser Leben in deiner Hand, wenn es dir gehört. Unser Schicksal, du planst alles. Wir sind nicht uns selbst überlassen, ausgeliefert. Alles ist bis ins Detail geplant. Danke, 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 danke. Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst. Lass uns doch jetzt diese Hoffnung ergreifen, ganz neu darauf blicken, im Glaubensblick. Herr, der Stein ist ja weg. Und Herr, wenn du willst, vielleicht ist der ein oder andere oder die ein oder andere da, die sagt, ich habe den Herrn Jesus noch gar nicht in mein Sterbensleben hineingenommen, dass sie das doch heute tun und sagen, Herr, ich will wie Josef dich in mir, was mein ist, was ich bin, aufnehmen. Schenke es Gott in Jesus Christus. Lass uns ermutigt sein. Amen.